Hey ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag an euch alle. Heute mache ich eine besondere Kartenlegung für euch mit dem Magic Energy Candleboard von Claudia Harder. Das ist hier diese wunderschöne Unterlage. Und da werde ich jetzt mit den Linnemore-Karten schauen. Das sind die Linnemore-Karten der Weißen Eule vom Königsfurt Urania Verlag. Diese Karten bzw. alle weiteren Infos zu mir und wie du mich auch für eine persönliche Kartenlegung erreichen kannst, findest du in der Videobeschreibung. Bitte bedenkt, ich habe es überall angekündigt, ich bin jetzt momentan im Urlaub. Noch bis Anfang August, also bis zum 1. August-Wochenende, bin ich schlechter zu erreichen, aber trotzdem kannst du dich natürlich jederzeit auch bei mir melden. Es wird nur etwas dauern, bis ich antworten kann per WhatsApp oder per E-Mail. Aber ja, schauen wir doch heute einfach mal, was möchte sich hier zeigen. Ich gehe einfach heute mal auf die einzelnen Positionen. Und zwar beginne ich jetzt. Was möchte jetzt in Bewegung gehen? Ich setze mich mal heute etwas anders hin. Ich hoffe, die Tonqualität bleibt gleich, aber damit ich hier auch alles hinlegen kann, beziehungsweise vernünftig legen kann. So, was möchte sich jetzt hier zeigen? Eine Botschaft. Was kommt jetzt in Bewegung? Ja, ein Schiff geht in Bewegung. Auf Reise geht jemand. Passend zu mir. Aber ja gut, hier kommt Bewegung herein. Auch erstmal langsamere Bewegung. Du bist unterwegs, ist aber trotzdem gut zu wissen. Hier kommt eine Plötzlichkeit herein. Du hast vielleicht erstmal das Gefühl, das Glück bleibt dir verwehrt, weil auch hier die Sense natürlich auch möglicherweise auch das kleine Glück wegschneidet. Aber das bedeutet auch andersherum, eine Dualität geht heraus. Zeitnah kommt hier etwas und die Sense steht auch für eine Plötzlichkeit. Plötzlich kommt hier auch Glück herein. Auch eine Situation, die erstmal erschreckend ist oder traurig ist, kann sich im Nachhinein auch als absoluter Glücksfall erweisen. Du wirst Glück damit haben, auch wenn eine Situation erstmal traurig ist, beziehungsweise ein paar deiner Ängste und Unsicherheiten triggert. Was ist jetzt? Was darf man jetzt hier fließen lassen? Was ist die Klärungskarte in gewisser Art und Weise auch zum Schiff? Ja, man darf die weibliche Energie, aber auch die innere Harmonie in den Einklang bringen, es fließen lassen, auch wenn gerade etwas auf Distanz ist. Sei im Frieden damit. Diese friedliche, harmonische Energie mit der Situation, mit deiner Lebenssituation ist hier ganz, ganz, ganz wichtig. Es kann auch sein, dass plötzlich eine Versöhnung hereinkommt. Plötzlich aus der Distanz, aus weiter Ferne, das kann natürlich auch über Social Media sein, kommt eine Versöhnung herein, plötzlich kommt jemand aus der Vergangenheit. Ich sehe aber auch die Möglichkeit, wie gesagt, dass es ist ganz wichtig, dass man in einer Situation, die erstmal eine Veränderung, eine plötzliche Veränderung mit hereinbringt, auch friedlich mit umgeht. Also erstmal eine Nacht drüber schläft, bevor man antwortet, erstmal das innerlich wirken lässt, bevor man zu aus einer starken Angst- oder Wutenergie heraus agiert. Das ist hier auf jeden Fall ganz, ganz, ganz wichtig. Was ist wichtig zu Hause für deine Stabilität? Du hast eigentlich hier schon eine Stabilität. Du hast Glück da, wo du gerade bist. Bist du gut versorgt? Du kannst hier Erfolg haben. Komme bei dir zu Hause an. Komme bei dir in deinen Körper. Fühle dich also glücklich da, wo du gerade bist. Fühle dich glücklich zu Hause, in deinem Körper. Und das ist auch natürlich mit dieser Gelassenheit, mit dieser inneren Balance und Harmonie ganz, ganz, ganz wichtig, dass du weißt, dass du wissen darfst, dass du hier bereits schon das Glück an deiner Seite hast. Auch wenn es vielleicht nicht richtig sichtbar ist, hier ist auf jeden Fall eine positive Energie. Glück kommt zu dir nach Hause und du darfst dich da glücklich fühlen, da wo du gerade bist. Bist du jetzt gerade in dem Moment genau richtig. Auch wenn es erstmal vielleicht eine Situation ist, die vielleicht dich triggert. Was ist wichtig? Im Fundament. Im Fundament, hier hat sich noch eine weitere Karte umgedreht, die zeige ich jetzt aber noch nicht. Die soll es noch nicht sein, denn hier hat sich erstmal die Karte gezeigt, die Route.
Ja, in deinem Inneren ist noch ein Zwiespalt, ein innerer Kampf mit dir selbst, eine Unsicherheit. Vielleicht hast du das Gefühl, ein Leben lang kämpfst du hier schon um etwas. Nein, du brauchst überhaupt nicht kämpfen. Du darfst hier in die Bereinigung gehen. Schau genau, was ist wichtig für dich? Was musst du für dich noch heilen? Den inneren Zwiespalt, den inneren Zweifel heilen. Und jetzt nehme ich die Karte, die sich hier gezeigt hat, als nächste Position. Ja, du darfst in deinen Gedanken, in die Leichtigkeit kommen. Du darfst deine Unsicherheiten und Unklarheiten bereinigen. Das wird auch bald relativ zeitnah, weil die Sense ja im Haus des Kleeblatt ist. Das wird zeitnah bereinigt. Ganz plötzlich kommt hier Glück für dich herein, auch wenn du es gerade überhaupt nicht siehst, weil die Wolken davor sind. Alles ist im Nebel, alles ist voller Wolken. Du siehst gerade nicht das Glück. Es wird aber kommen. Das Glück kommt für dich in dem Moment, wo du nicht damit rechnest, wo du es überhaupt nicht siehst. Davor musst du dich aber erstmal bereinigen und glücklich erstmal so sein, wie es gerade ist. Finde das Glück im Hier und Jetzt. Sei im inneren Frieden, in der Gelassenheit, in der Lebenssituation, wie es gerade ist, ohne sofort mehr zu wollen. Und dann kommt das Glück, auch wenn du es jetzt gerade in dem Moment noch nicht siehst, weil du vielleicht gerade erst hier bist. Aber du darfst an dir arbeiten und dann kommt das Glück. Was sind noch Umwege? Was sind noch verstrickte Energien? Was zeigt sich denn da noch? Ein Umweg, eine verstrickte Energie? Ja, wie man vorwärts geht. Hier ist eine beglückende Veränderung. Eine Situation, die jetzt erstmal für dich wie eine Art Umweg erscheint oder plötzlich toxisch ist, plötzlich bricht die Welt zusammen, plötzlich, ja. Geht ein Wunsch nicht in Erfüllung. Plötzlich kommt ein Wandel herein, der erstmal für dich nicht gut ist, wo du denkst, was ist denn das jetzt? Das ist eigentlich ein Glücksfall. Das Universum weiß, was für dich bestimmt ist. Das Universum wird dir immer helfen. Und Verstrickungen, Umwege, die aktuell noch da sind, werden sich jetzt beglückend lösen. Hier kommt ein glücklicher Wandel für dich herein. In aktuelle verstrickte Energien kommt der positive Wandel. Was darf zu Ende gehen? Was darf jetzt beendet werden? Was darf losgelassen werden? Eine Sackgasse, eine Stillstandenergie, Blockaden, Hürden, was auch immer gerade noch für ein Problem da ist in deiner Situation. Das wird losgelöst. Eine große Blockade, eine Stagnation ist noch da, die wird aber beendet. Was kommt denn dann danach? Danach kommt ein Geschenk. Im Haus der Blumen liegen die Eulen, also die Vögel. Das bedeutet, hier kommt Kommunikation. Hier kommt ja vielleicht auch erstmal eine Nervosität, wenn jemand mit einer Überraschung vor dir steht, wenn jemand ein Geschenk für dich macht. Ist das natürlich erstmal eine unruhige Energie. Du weißt nicht so richtig, was ist das jetzt auf einmal? Aber es ist auch das Urvertrauen. Hab das Urvertrauen, dass im richtigen Moment ein Geschenk des Universums auf dich zukommt. Hier kommt eine flatternde Energie, eine Verliebtheit, wo man sagen kann, okay, Schmetterlinge im Bauch. Quasi so eine Energie möchte auf dich zukommen. Das ist das Geschenk, was kommen wird. Ein Geschenk bedeutet hier in somit auch, hier kommt ein Gespräch, was du dir schon immer gewünscht hast. Ein bestimmtes Gespräch, kann auch ein Vorstellungsgespräch sein, aber vielleicht auch mit dem Wunschpartner oder Seelenpartner. Ein wichtiges Gespräch, etwas kommt auf dich zu. Eine Belastung möchte zu Ende gehen. Etwas, was schmerzhaft ist, also diese Sensenenergie, Blockaden, Hürden, bestätigt sich auch hier nochmal. Etwas, was dich triggert, Ängste, Sorgen, Belastungen, möchten hier auf jeden Fall losgelassen werden. Wow, das wird auch in die Transformation gehen. Du bist gerade im Transformationsprozess. Was zeigt sich denn jetzt hier auf Position der Ruten? Ja, das, was ich hier noch angesprochen hatte, dieser innere Konflikt, der wird jetzt noch bereinigt. Dieser innere Konflikt, der wird geheilt. Hier kommen klare Gespräche. Auseinandersetzungen werden geheilt. Probleme lösen sich auf. Hier kommt eine versöhnliche Energie auch nochmal als ganz, ganz klare Bestätigung. Und danach wird es stabiler werden. Als Klärung für die Eulen
Was darf ich jetzt noch sagen zum Haus der Eulen bzw. Vögel? Man hat hier also diese innere Unruhe. Darf ich dem Ganzen jetzt vertrauen? Kommt das jetzt wirklich? Oh Gott, was sind das auf einmal für Gefühle, die ich jetzt gerade fühle? Ich sehe natürlich auch hier der Fuchs im Haus der Eulen. Man muss genau, im Haus der Vögel, Entschuldigung. Man muss genau schauen, wer ist hier ehrlich zu dir? Bist du ehrlich mit dir selbst? Bist du dir selber treu? Das darfst du auch genau drauf achten. Du brauchst dich nicht verstellen, um gemocht zu werden. Du brauchst dir jetzt nicht irgendwas überlegen, um extra besonders gesehen zu werden, um besser gemocht zu werden. Nein, alles kommt, wenn dann, von alleine. Zeige dich bitte authentisch. Hier ist eine kleine Gefahr, dass man versucht, besser dazustehen, oder so Notlügen könnten hier auch ein bisschen sein. Also bitte vorsichtig vor solch einer Energie. Aber auch hier nochmal ganz, ganz klar, das möchte geheilt werden. Was kommt denn als Neubeginn? Im Haus des Kindes zeigt sich die Sonne. Hier kommt ein wundervoller Neubeginn. Und ich sehe hier gerade, ist das Kind auch gerade an der Kartenunterseite. Hier kommt eine erfolgreiche Energie. Ein wundervoller Neubeginn. Und du kannst dem vielleicht auch erstmal nicht trauen. Das ist so die Energie von, ist das jetzt wirklich wahr? Hier muss mich mal jemand hier einmal kurz kneifen, so nach dem Motto. Aber ich sehe hier auf jeden Fall die Energie. Da kommt etwas Positives als Neubeginn auf dich zu. Auch wenn du erstmal sagst, so wollte ich aber nicht, dass es wahr wird. Aber vielleicht ist diese Entwicklung deines Weges zum tausendmal besser als das, was du eigentlich erst dachtest. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Man hat auch manchmal Glück. Ja, es ist dein Ego, was ich klein halten will. Im Haus des Fuchses ist der Bär. Die Eifersucht, der Neid, aber ich wollte das doch so haben, aber ich wollte mich doch so und so durchsetzen. Ne? Das ist so diese dominante Energie, aber ich will das so und so. Das ist diese bockige Energie, die an die Oberfläche kommt. Das kleine Monster kommt sozusagen an die Oberfläche und sagt, aber ich wollte das doch so und so haben. Mm-mm. Vielleicht ist es ganz gut, dass es auch mal anders ist. Du musst auch jetzt hier nicht der große Bär sein. Also es kann natürlich sein, dass es für dich gilt, aber auch für deinen Wunschpartner oder Seelenpartner. Dass jemand sich hier nach außen so als der starke Mann zeigt oder die starke Person, so ganz stark, besonders, dominant. Es geht hier ganz, ganz viel um Ehre oder um das Ansehen von anderen Personen. Aber eigentlich ist hier ein weicher Kern dahinter. Eigentlich ist das dieser große, bedrohliche Bär, ist eigentlich ein Teddybär. Das darf man hier auch wissen. Und jemand versucht hier in gewisser Art und Weise einen schönen Schein zu wahren. Deshalb bitte vorsichtig sein in den Momenten, wo man sich versucht, extra gut darzustellen. Du brauchst dich nicht zu verstellen, um geliebt zu werden, um gemocht zu werden, um so anerkannt zu werden, wie du bist. Bitte beachte das. Was ist denn da jetzt nochmal als Klärung auch im Haus des Bären? Wo ist da so eine innere Sturheit? Was zeigt sich da? Ja, das bist du, meine Liebe. Wenn du zuschaust, egal ob du männlich bist oder weiblich, das bist du als Zuschauer. Es geht jetzt hier um dich. Du bist hier in dieser Bärenenergie. Du willst dich besser dastehen lassen. Du möchtest ja vielleicht auch nicht so richtig deine Gefühle zeigen. Du möchtest auf jeden Fall nicht so, dass jemand zu schnell dein Herz erkennt. Dass jemand zu schnell deine wahre Seele erkennt. Aber du darfst dich so wirklich zeigen, wie du wirklich bist. Mach dir das bewusst. Du liegst hier auch sehr, sehr stark mit einer männlichen Person gerade zusammen. Das könnte auch eine Art Lernpartner sein. Achtung bitte davor. Was ist die Klarheit? Wo kommt der Erfolg? Der Erfolg kommt im Außen. Der Erfolg kommt, wenn du auch rausgehst. Der Erfolg kommt, wenn du dich zeigst, so wie du bist, als klare Bestätigung. Wie ist der Wandel? Was für ein Wandel kommt jetzt hier herein? Ein Wandel im Haus der Störche. Es kommt ein Wandel in Richtung Neubeginn. Und was war eben mit dem Neubeginn? Der wird erfolgreich. Hier kommt ein leichter, kleiner Wandel, ein Wandel in Richtung Leichtigkeit, Neugier. Dein inneres Kind möchte aufblühen. Leichtigkeit, Neugier, Verspieltheit. Man darf auch als Erwachsene
50-jährige, 60-jährige Frau auch mal wieder Kind sein und lachen, Spaß haben. Das Wichtige dabei ist beim Erwachsensein immer trotzdem noch so ein bisschen diese kindliche Energie beizubehalten. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Hier möchte auch ein Wandel kommen, eine positive Veränderung. Wenn du übrigens auch ein Kind hast, wird das auch nochmal hier wichtig werden für dich in der nächsten Zeit. Aber ein Kind kann dir auch helfen, wieder mehr in diese verspielte Energie zu kommen, das Leben vielleicht manchmal nicht so ernst zu nehmen und auch mal von der leichten Seite zu betrachten, auch zu zeigen, was dir Spaß macht, was dich ausmacht. Das ist hier ganz, ganz, ganz wichtig. Was ist im Haus des Hundes zu erkennen? Man darf hier sich selber treu sein. Also, bist du dir selber treu? Bist du ehrlich zu dir selbst? Ne? Hier nochmal Achtung davor. Bist du hier ehrlich anderen gegenüber? Verschweigst du etwas bewusst vor Freunden, vor Bekannten, nur damit du anders gesehen wirst? Du verschleierst hier etwas oder irgendwas wird hier nicht so richtig ausgesprochen. Es kann auch sein, dass hier vielleicht lange Zeit auch kaum mehr Kontakt mit guten Freunden war, vielleicht mit Kindheitsfreunden war lange kein Kontakt mehr. Da darf man sich nochmal Zeit füreinander nehmen, da darf man nochmal genau schauen, hat man da vielleicht irgendwas noch nicht angesprochen? Vielleicht aber nicht unbedingt mit Kindheitsfreunden, vielleicht geht es auch hier um dein inneres Kind. Was möchte hier noch angeschaut werden? Welche Trigger stammen aus der Kindheit? Vielleicht von einem Vater- oder Elternthema im Allgemeinen. Was darfst du dir jetzt auch in einer Transformation anschauen? Ein Turmmoment möchte kommen. Der Durchbruch kommt mit Kommunikation. Es kann erstmal sein, dass Kontakt abbricht, dass weniger Kontakt ist, dass du eher für dich alleine etwas bereinigst, dass du erstmal die Kommunikation mit dir selber, mit deinem Körper suchen solltest. Also gut auf dich selber achten, das hatte ich hier am Anfang auch schon mal gesagt. Gut auf dich und deinen Körper achten, da in die innere Balance kommen, also mit dir selber in die Kommunikation gehen, auf dich selber besser hören, dich und deinen Körper besser verstehen, ist ja ganz, ganz, ganz wichtig. Es kann aber eben auch mal sein, dass die Kommunikation auch mit einem Wunschpartner oder Seelenpartner erstmal flach geht, beziehungsweise in den Stillstand geht oder auch beruflich vielleicht hier eine Veränderung kommt, ein beruflicher Wandel, eine Vertragskündigung oder Ähnliches. Das wird aber, ja, das ist vielleicht auch das Problem hier in dieser Situation, eine Vertragskündigung, Stillstand in einer Situation, wenig oder kaum Kontakt, Lügen, ein Umfeld, was nicht so gut für dich ist, wo du vielleicht auch immer wieder hinterher rennst, um den Kontakt zu bekommen. Ja, leider passt es hier heute nicht alles auf das Bild, weil ich ein anderes Stativ momentan habe. Aber bald kann man auch wieder das gesamte Kartenbild sehen, auf jeden Fall. Ich zeige ja trotzdem die Karten. Und ja, also es kann momentan erstmal zu weniger Kontakt kommen. Oder ein bestimmter Kontakt, ein Vertrag oder Ähnliches, ein Dokument vielleicht in den Verlust gehen. Was ist jetzt von außen? Was kommt da denn jetzt noch von außen? Geheimnisse. Geheimnisse werden gelüftet. Ja, ich hatte hier gesagt, vielleicht mit Freunden, Bekannten. Etwas tut sich im Hintergrund, auch wenn du es jetzt gerade noch nicht siehst. Von außen kommt hier etwas. Ja, das Äußere geht auch momentan erstmal in die versteckte Energie. Jemand von außen, also mit dem man sich Kontakt wünscht, geht auch erstmal jetzt hier in den Rückzug. Man weiß nicht so richtig, ja, klappt das jetzt mit dem Treffen? Man könnte hier ein Treffen vereinbart haben, aber da weiß man dann auch nicht mal so richtig, was ist da jetzt der aktuelle Stand. Kommt es jetzt zum Treffen, zur Begegnung, zum Termin oder nicht? Man muss hier auf jeden Fall noch etwas klären rund um das äußere Umfeld. Aber im Hintergrund tut sich auch einiges, auch wenn du manches nicht mitbekommst. Was ist jetzt hier doch nochmal diese Blockade? Was ist jetzt hier noch bei der Blockade zu erkennen, die ja hier hinten war es zu erkennen, gelöst wird? Ja, es wird gelöst. Die Blockade wird gelöst und die Blockade hat auch mit deiner Selbstliebe zu tun. Mit deiner Selbstfürsorge für dich selber, aber auch mit dem Thema, du bekommst nicht das, was du dir wünschst, sei es ein Blumenstrauß, sei es liebevolle Komplimente, wunderschöne Gesten, etwas, was du lange nicht bekommen hast, was du dir wünschst. Also das ist eigentlich so das, was du dir eigentlich als Wunder in deinem Leben wünschst. Ein Kompliment,
ein Date oder ähnliche Energien, das ist noch momentan blockiert. Eine Date-Energie ist blockiert, kommt aber, oder Überraschungen sind noch nicht möglich, kommen aber bald, weil, wie gesagt, die Veränderung ist da zu erkennen. Die Blockade hier auf dieser Energie geht heraus. Wie geht der Weg weiter? Oh, zwei Karten. Okay, wie geht der Weg weiter? Ich werde die Karten so nehmen. Also das heißt, erstmal geht es hier um die Situation, wie geht der Weg weiter? Man muss ja eine langfristige Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, wo man wirklich entschlossen sein darf. Wo bist du selber noch unentschlossen? Dann werde dir klar, wie soll dein Weg weitergehen? Dein Lebensweg. Werde dir über deinen Lebensweg klar. Wie soll das weitergehen? Klarheit bekommen. Eine schleppende Energie löst sich auf. Die Mäuse liegen dann jetzt hier auch im Haus der Mäuse. Das heißt, hier ist natürlich noch eine gewisse Angst, vielleicht, dass es nicht so gut weitergeht. Hier ist noch die Angst vor dem Misslingen sehr stark vorhanden. Aber so eine schleppende Energie wird aufgelöst. Das kann ich auch auf jeden Fall hier nochmal sagen. Und es war ja auch klar zu erkennen, hier muss ein Weg gehen. Und vielleicht warst du lange immer nur in Richtung A unterwegs. Dieser Weg wird jetzt aufgelöst und du darfst Richtung B gehen. Also, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Hier kommt also jetzt der Wandel herein. Was tut sich denn in der Liebe? Was kommt in der Liebe jetzt in dieser Angelegenheit? Was kommt in der Liebe? In der Liebe kommt jetzt erstmal vielleicht auch tatsächlich da der Verlust. Eine traurige Situation, etwas, was nicht gut für dich ist, wo du erstmal Schmerzen hast. Ja, das kann natürlich auch mit dem Verlust von Kommunikation gehen. Eine Kommunikation geht in den Stillstand und somit geht auch die Liebe in den Stillstand. Doch bitte in dieser Rückzugsenergie ziehe du dich auch mal zurück, höre wirklich darauf, was tut dir wirklich gut. In einem Rückzug kann man immer lernen und heilen. Ein Rückzug ist zum Lernen und Heilen da. Und in dieser Zeit höre bitte auf dein Herz. Sperr dein Herz hier nicht in den Turm ein. Ja, auch hier nochmal die ganz klare Energie. Zeig dich nicht anders, als du eigentlich bist. Zeige dich vom Herzen authentisch, so wie du bist. Momentan sperrst du aber hier noch dein Herz ein. Was ist in der Liebe, in einer Beziehung noch zu erkennen? Es kann natürlich auch ein Vertrag sein, aber hier mit dem Ring. Was ist im Haus des Rings zu erkennen? Hier kommt eine Partnerschaft, eine Stabilität. Hier kommt ein fester Vertrag, eine wunderschöne, stabile Situation. Ja, du bist eigentlich zu Hause schon da, glücklich, wo du bist. Du darfst in deiner aktuellen Situation auch schon glücklich sein. Lege den Fokus bitte auf das Positive. Hier kommt also eine Partnerschaft zu dir nach Hause. Hier kommt das Glück zu dir nach Hause. Es könnte dafür aber vorher noch ein Umzug nötig sein. Also eine Veränderung der Situation ist trotzdem nötig, damit dann das Glück zu dir nach Hause kommt. Was ist jetzt momentan noch verborgen? Eine Energie, was ist momentan noch verborgen? Ja, wie der Weg weitergeht. Welche Entscheidungen du treffen wirst. Das hatte ich ja am Anfang auch gesagt. Vielleicht kommt jetzt erstmal ein Wandel für dich herein, der erstmal erschreckend ist. Aber am Ende könnte es ja sein, dass dieser neue Weg, dieser noch verborgene, in dunklen Wolken, in Schleiern gehaltener Weg, dass dieser sich als Glücksfall zeigen könnte. Es ist jetzt erstmal was Unbekanntes, was kommt. Aber es kann positiv weiter vorwärts gehen. Im Haus des Briefs, welche Nachrichten sind denn da auf dem Weg zu dir? Nachrichten, ja, kommen wieder. Also auch wenn jetzt gerade kein Kontakt ist, du darfst wissen, Nachrichten werden wiederkommen. Bewegung wird wieder auf dich zukommen, auch wenn jetzt gerade keine Nachricht da ist, wenn gerade kein Kontakt da ist. Kontakt wird auf jeden Fall wiederkommen, Bewegung wird wiederkommen, auch wenn jetzt gerade langsame Energie ist, kommt da wieder auf jeden Fall der positive und schnellere Wind herein. Gute Nachrichten sind auf jeden Fall auf dem Weg und ja,
Du darfst hier also auch vertrauen, dass etwas mit dieser Nachricht dann auch mit deiner Entscheidung zu tun haben wird. Ob du dich nochmal für einen bestimmten Weg entscheidest oder dir selber treu bleibst oder ob du jetzt einen anderen Weg hineingehst, wie du dann mit einer Nachricht oder Situation umgehen wirst, wirst du dann auch anders entscheiden als zuvor. Also, was ist von einer männlichen Energie, von deinem Wunschpartner oder Seelenpartner zu erwarten? Dieser Mensch ist sehr geerdet, sehr bodenständig, zurückhaltend, eine vielleicht auch etwas ältere Person schon, eher ruhig, gelassen. Dieser Mensch muss aber auch an sich arbeiten. Dieser Mensch hat viele Heilungsthemen für sich noch zu tun. Das hat auch mit seinen inneren Zweifeln zu tun. Auch dieser Mensch, ne, das sehe ich hier schon als Energie, hat hier dieses ähnliche Thema, wo ich dich angesprochen hatte. Das ist auch für diesen anderen Gegenüber ist es auch wichtig. Ihr habt da ähnliche Themen, das kann ich hier auf jeden Fall sagen. Was kommt auf dich zu? Auf dich kommt eine Lernaufgabe, ein Karma zu, beziehungsweise das wird beendet. Das ist ja eine karmische Situation, das ist eine schicksalshaft genauso gewollte Situation. Für dich meint das Universum es gut, es soll genauso sein, wie es gerade aktuell ist. Und du wirst das dann auch erfahren, es sollte alles genauso kommen. Für dich ist es schicksalshaft. Auch hier ist klar eine schicksalshafte Verbindung zwischen euch zu erkennen. Ihr seid tief miteinander verbunden, verwurzelt. Was kommt im Haus der Lilie? Diese Karte zeigt sich. Die nehme ich natürlich gerne dazu. Im Haus der Lilie kommt die Versöhnung mit deinem Gegenüber. Hier kommt wieder die Anziehungskraft. Hier kommt eine Balance herein. Hier kommt also auf jeden Fall die Bewegung und eine versöhnliche Energie mit deinem Gegenüber, mit deinem Wunschpartner. So, jetzt haben wir nur noch wenige Karten. Da kann ich nicht mehr so viel mischen. Ich werde deshalb jetzt die Karten ziehen. Hier kommt großes Glück in der Liebe herein. Hier kommt großes Glück mit deinem Gegenüber. Hier zeigt sich die Liebe, die sich verankern möchte. Hier kommt also wieder ein positiver Wandel, ein schicksalshafter Wandel herein. Und jetzt habe ich das Gefühl, die Karte darf es sein. Du darfst Vertrauen haben. Vertrauen auf diese besondere Verbindung. Sei dir aber auch selber treu. Sei dir und deiner Seele treu, ist hier das aller Wichtigste. Man spiegelt sich hier natürlich Themen. Also es ist hier eine ganz klare Seelenverbindung angezeigt. Ihr seid euch eigentlich im Herzen treu. Hier kommt auf jeden Fall alles in den Fluss. Mit Sicherheit darfst du damit rechnen, dass die Finanzen besser werden. Mit Sicherheit darfst du damit rechnen, dass hier eine stabile Entwicklung ist. Der Fluss kommt hier herein. Also alles ist im Lebensfluss. Hier ist Stabilität. Hier ist ein tiefes Gefühl. Tiefe Liebesgefühle sind auf jeden Fall vorhanden. Im Haus der Fische. Wow. Genau das zeigt sich hier auch nochmal. Ja, es ist hier eine ganz tiefe, magische Zeit. Eine magische Anziehungskraft. Hier ist eine besondere Energie. Also es ist ganz klar bestätigt, hier für die Liebe eine Seelenpartnerschaft angezeigt. Finanziell sehe ich aber auch diese männliche Person, das kann natürlich auch ein Chef sein. Hier kommt möglicherweise, oder ein Kumpel, ein Kollege, hier kommt eine stabile Energie, jemand wird dir dabei helfen, deine wahre Berufung zu finden, jemand wird dir helfen, in den Fluss zu kommen, Finanzen in den Fluss zu bringen. Was zeigt sich hier auch noch? Ja, hier kommt ein neuer Vertrag, hier kommt eine Stabilität, hier kommt eine Situation. Man darf an einer Liebe insofern festhalten und vertrauen, dass hier die Liebe kommt. Hier sehe ich also auf jeden Fall eine stabile Liebe, die auf dich zukommt. Was natürlich auch hier zu sehen war. Hier kommt eine Stabilität ins Haus des Ring. Der Ring liegt im Anker, auch nochmal doppelte Stabilität. Hier kommt eine Veränderung eines, ja vielleicht auch Ehevertrages, einer stagnierenden, wiederholenden Situation. Hier kommt diese Veränderung auf jeden Fall herein. Nur muss sich hier in einer stagnierenden Situation
etwas verändern. Etwas Karmisches und Schicksalshaftes ist jetzt hier noch die Schlange. Die zeigt sich jetzt hier als letzte Karte. Ja, es soll alles so sein. Auch wenn es erstmal für dich wie eine Art Umweg erscheint. Es muss so sein. Ich sehe hier heute weniger die Schlange als weibliche andere Person, als Konkurrenz oder sowas. Ich sehe natürlich möglicherweise könnte das auch hier sein, weil die Schlange hier in einer Linie mit dieser männlichen Person liegt, dass hier auch eine andere weibliche Person noch mit deinem Gegenüber zusammen ist. Also das könnte natürlich auch hier nochmal die Tendenz sein, aber auch hier ist noch eine andere männliche Person bei dir. Das möchte ich auch hier nochmal dazu sagen. Also es zeigt sich von der Tendenz aber auch ganz, ganz klar, so, einen Moment, es zeigt sich hier ganz, ganz klar, dass karmische, verstrickte Energien teilweise auch nötig sind, aber hier kommt auf jeden Fall der Wandel und schicksalshaft hat das Universum auf jeden Fall einen Plan für dich, beziehungsweise die komplette Situation. Das war jetzt heute erstmal eine etwas längere Legung und trotzdem denke ich, hier sind wichtige Botschaften rübergekommen. Mit diesen Worten bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, wenn du sagst, oh ja, das ist absolut meine Situation, danke für die Impulse, dann lass gerne ein Like da. Abonniere gerne auch meinen Kanal, das ist kostenlos. Und wenn du keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtest, dann klicke einmal auf die Glocke, dann bekommst du, also die sollte neben dem Abonnieren-Button stehen, dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online gegangen ist. Also meine Lieben, ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und von Herzen alles, alles Liebe.